Ich bin in Neuseeland und zwar westlich vom Cape Reinga. Das ist zwar nicht der nördlichste Punkt von Neuseeland, aber einer der bekanntesten, nämlich wegen seines Leuchtturms. Langen Strände, aber auch wegen einiger schroffer Klippen. Und deswegen will ich die Gegend hier auf einer Tour erkunden und wissen, wie klingt Neuseeland. Aber fangen wir von vorne an. Ich bin in Auckland gelandet. Doch bevor es losging, musste ich noch ein paar Besorgungen machen. Doch dann ging es los bis zu Neuseelands sehr kleinen Nordküste. Ich werde unterwegs Video- und Tonaufnahmen von der Natur machen, und zwar so, dass ich natürlich nichts kaputt mache. Und anschließend baue ich daraus eine kleine Toncollage oder ein Lied. Das Wetter ist warm, aber durchwachsen. Los geht's! Und hier haben wir schon die ersten geeigneten Objekte für ein Geräusch. Und weiter geht's! Obwohl es in Neuseeland ziemlich viel und oft regnet, war es hier diesen Sommer auch ziemlich trocken. Also hier oben ganz im Norden ist überall auch Feuermachen verboten. Im Grunde so, wie wir es ja auch aus Deutschland in den letzten Jahren kannten. Und das ist aber nicht nur dieses Jahr hier so gewesen, sondern auch wahrscheinlich die letzten Jahre. Denn ihr seht hier oben, die Bäume über mir sind grün, aber trotzdem sind die Stämme verkohlt. So, der erste krasse Anstieg ist geschafft. Ich glaube, man hört es auch ein bisschen. Ich bin etwas außer Puste, aber total fantastisch. Direkt immer an der Steilklippe entlang. Auf der einen Seite irgendwie 100, 150 Meter direkt runter und auf der anderen Seite dichter Wald. Wirklich atemberaubend. Also hier muss man sich echt ducken und läuft so direkt durch das Gebüsch. Schon ein offizieller Weg. Aber ich glaube, man sieht, die meisten Leute kommen nur mit dem Auto hierher, um sich das Kap anzugucken. So, jetzt sind wir so ungefähr am höchsten Punkt dieses Walks angekommen. Hier bläst ordentlich der Wind, aber wir haben noch ein ganzes Stückchen vor uns. Und der Leuchtturm, zu dem ich will, den kann ich schon sehen, aber ich weiß nicht, ob ihr es schon sehen könnt. Ungefähr da, wo mein Finger ist, ist ein kleiner weißer Turm schon zu sehen. Das ist das Ziel. So, jetzt sind wir einmal durch den Zikadenwald durch. Und hinter mir geht es jetzt runter und dann gehen wir zu einem Strand und dann müssen wir wieder hoch. Natürlich gibt es ja auch Gras und jetzt versuche ich mal, ob ich hier ein paar Töne rausbekomme, aus denen wir nachher was Schönes bauen können. Also das war nichts. Eine Ewigkeit später. Ja, das muss für heute reichen. Wir sind da. Schauen wir mal, welche Klänge der Strand so hergibt.
Das hört sich doch alles schon gut an. Und hier? Wollte ich zu viel. Aber eins geht noch. Jetzt hatte ich eine kurze Pause und habe mich noch auf den Schein gekriegt, obwohl hier so bedeckt ist. Man sieht, ich habe rote Haut. Hier kommt ganz schön gut Sonne durch. Und leider muss ich vom Strand wieder da hoch. Aber die Luft hier, die ist ziemlich gut. Richtig schön salzig. Das finde ich ziemlich geil. Das war's mit meiner kleinen Tour an Neuseelands Nordküste und somit auch mit dem ersten Teil von Wie klingt Neuseeland. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr den nächsten Teil nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und außerdem interessiert mich natürlich, wie hat's euch gefallen? Habt ihr Ideen oder Anregungen? Außerdem habe ich auch ein Video, wie klingt Kap Ranga, der Leuchtturm selbst gemacht. Das habe ich euch hier natürlich auch verlinkt. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, macht's gut und ciao.